Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Little Witch Nobeta Stream. Ja, die kleine Hexe, die schläft noch. Guckt, wie süß sie da liegt. Nichts ahnt, dass heute wahrscheinlich wieder ein schrecklicher Abend wird. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in den Spiritfilm rein, haben starke Gegner kennengelernt. Sehr starke Gegner. Ich habe nach dem letzten Mal, wie versprochen, ein bisschen die Werte hochgepusht. Ich habe mir übrigens jetzt auch mal angeguckt, wie hoch die Werte maximal werden können. Und das ist unglaublich. Zuallererst, welche Werte ich jetzt habe. Ich habe, abgesehen von Stamina und HP, die beiden hier unten auf 35. Also alles auf 35 mindestens. Hier oben auf 40. Und Stamina sogar auf 45 gepusht. Das Maximale für alle, abgesehen von Haze, ist tatsächlich 100. Also ich könnte da locker nochmal das 200-fache an dem, was ich bisher gemacht habe, nochmal machen, um alles voll zu kriegen. Was ich wahrscheinlich nicht tun werde. Wir wollen ja nur dieses Spiel durchbringen. Ich werde auch versuchen, heute eventuell das Spiel durchzubringen. Ich hoffe einfach mal, dass der Spirit Rim der letzte Abschnitt vom Game ist. Ich habe auch mal in den Stream geschrieben, dass heute eventuell Finale ist. Ich mache deswegen auch mal ein bisschen länger heute. Weil ich das Spiel jetzt gerne mal fertig kriegen will. Ich habe da übrigens mindestens 40 Mal den Weg abgesucht und ich habe da nichts weiter gefunden. Also da war nichts mehr. Aber ich habe dabei was Interessantes rausgefunden. Wenn ich den Thunder auflade, dann ist die Zeit ein bisschen verlangsamt. Das kann unter Umständen manchmal echt nützlich sein. So, sieht man hier vielleicht schon einen rumstreunen? Scheinbar nicht. Da sehe ich schon einen Kreis. Da sehe ich einen Ladestab. Einen Ladestein. Da kann ich schnell laden. Gehen wir die Dinger alle mitnehmen. Jetzt gibt es einen neuen von denen. Haben die jetzt ein Schild noch dazu bekommen? Ries! Oh, die haben beide was gedroppt. Wie sonst noch wer? Nein? Dann ist ja gut. Hä? Ich kann da nicht durchschießen. Ach, da muss ich Eis nutzen. Böse. So, kaputt. Reicht das? Nee. Mal auf diese Blitzkugeln zu mir hinzusenden. Keine Sorge, Leute, ich habe immer das Emergency ausweichen. Komm! Die müssen halt gleichzeitig kaputt gehen. Muss ich irgendwie drumherum kommen? Ah, ich muss hier von der Seite schießen. Sag das doch. Jetzt sag nicht, ich habe einen verfehlt. Jetzt habe ich alle getroffen. Oh, was passiert denn da? Die Map verändert sich, Leute. Die verändert sich. Nein. Böse. So, gucken. Eventuell liegt hier noch was in den Kristallen rum.
Och nö, neuer Gegnertypus. Ich will nicht wissen, was du kannst. Umschauen natürlich immer wegen Kisten. Diese Wand sieht so aus, als ob da was hinter sein will. Aber es ist nichts da. Hä? Ach, da oben. Ich sehe schon, dass da noch was anderes auf mich zielt. Ach gut, dass das zielsuchend ist. Du entkommst mir nicht. Aber hier ist echt gar nichts. Jetzt zieht auf jeden Fall jemand wieder gerade auf mich. Als ob du die Explosion noch zu mir gezogen hast, du Drecksvieh. Die Dinger one-hit ich mittlerweile. Ich will mir eigentlich die Items angucken, die ich gerade eben eingesammelt habe. Wo sind die denn? Da. Inquisitor's List. Inquisitors eliminate any potential threat to the church. And any name written on such a list is sure to face the judgment of God. Oh Gott, ey, das klingt schon wie Schindlers Liste. Die Axt war, glaube ich, noch zusätzlich neu. An Axe favorite by Apocalyptic. Ne, die Axt hatten wir. Stuff und Sword. Apocalypse Night Stuff. The weapon of the Apocalypse Night Mage. It intends magical power while supporting the frontline by raining down catastrophe upon the enemy. Boah, das Schwert sieht geil aus. Apocalyptic Knight Sword. A great sword used by many apocalyptic knights. Many heretics have fallen to its ruthless blows. Wir haben bald alle Items, ne? Da oben liegt ja auch noch mal eins. Die spawnen nicht. Du Hässlichkeit da oben. Dich habe ich gesehen. Ich wollte mich doch verkohlen, hier muss doch was sein. Wo ist das versteckte Item? Wo ist die versteckte Kiste? Da oben hatte doch auch gerade eben einer die ganze Zeit auf mich gelasert. Da! Da oben war jemand. Ist er den ganzen Weg gelaufen, nur weil er mich lasern wollte? Ich denke die ganze Zeit, ich könnte hier irgendwie außen was finden, wenn ich ordentlich suche, aber irgendwie belohnt mich das Spiel überhaupt nicht. Hätte fast einen Kristall übersehen. Da oben hatte ich doch kurz jemanden gesehen. Da oben ist auf jeden Fall noch so ein Apokalypse-Ritter. Das sind bisher auch die heftigsten Gegner. Diese Ritter. Die hauen ordentlich rein. Och nö, hau ab. Okay, hast nichts fallen lassen.
muss aufpassen, dass ich jeden von diesen grünen Dingern mitnehme. Ich sehe da doch was. Oder? Ich dachte, ich hätte da was glitzern gesehen. War wohl Einbildung. Hallo? Ich weiß nicht, wie man aimt. Ich glaube, ich muss die Sensibilität mal ein bisschen runterstellen. Ja, ist ein bisschen angenehmer. Da hinten, ich sehe dich. Ah, da steht was im Weg. Aber Hauptsache, du zielst schon auf mich. Der ist doch noch da, der Ritter. Ah. Hier ist eine brechbare Wand. Okay. Holen wir uns erstmal, was hier hinter ist. Ich dachte mir von der anderen Seite schon. Irgendwie muss man da doch hinkommen. Okay, Fanda hat ein Level abbekommen. Und die Area ist jetzt größer. Das muss ich mal kurz gucken. Ich weiß, dass die Area nicht besonders groß war. Da kommt das kleine Stück. Lad das noch. Ja, das sieht schon gewaltig aus. Wie sieht das vom Nahen aus? Okay, die Area ist gewaltig. Ich weiß, dass nicht hier noch was ist. Was Lebendiges. Der Donnerschlag sieht mittlerweile auch gewaltig aus. Ich wäre so oder so nochmal da runter gegangen. Weil ich von hier aus nicht wieder hochkomme. So. Einmal Magie aufgefüllt. Wo ist das Poster? Da. Missing Person Poster. A significant number of humans went missing during the plague. Especially in cities where the church has a strong influence. It would appear God showed no mercy to those poor souls. Okay, die Kirche von diesem Spiel, die ist ja echt richtig assig. Können ja ruhig einen aufgeladenen Stab mitnehmen. Ist von der Seite da etwa auch was? Von der anderen Seite war da nichts. Definitiv nicht. Sag ich doch. Eine versteckte Kiste. Und Eis wurde aufgelevelt. Auf Level 4. Meister will attack enemies without needing to lock on. Oh, es triggert sich so gesehen selbst auf sie. So, ist da auch noch was? Aber ein Level kann Eis noch machen, ne? Also wir müssen ein Eisbuch noch finden. Gut, dass ich das von oben noch gesehen habe. Sieht auch schon wieder so aus, als ob man da eventuell außen hin will. Guck mal ganz von der Seite hier. Da ganz hinten, das sieht so aus, als ob man da hin will. Auch da die Stelle. Es sieht so aus, als ob man hinspringen will. Ich glaube nicht, dass da was ist. Wusste ich doch, dass du noch lebst. Ich muss trotzdem gleich einmal kurz da unten gucken. Kann sein, dass die was gedroppt hat, die blöde Kuh.
Okay, eben kurz mit dem Feuerstab zerschlagen. So, was habe ich jetzt verändert? Ah, ich habe hier einen Weg gemacht. Ah, dann kann ich zu der Statue nochmal zurück. Okay, nehme ich. Der Weg hier ist bestimmt nicht umsonst da. Ich glaube, dass da oben was drauf ist. Vorher will ich jetzt aber gucken, wo die Trulla hier runtergefallen ist. Nicht, dass ich das jetzt wirklich ein Item übersehe. Die ist hier ungefähr runtergefallen. Nee, die hat nichts gedroppt. Aber haben sicherheitshalber mal nachgeguckt. Nein, sie ist ihnen gefallen. Würde ich den Sprung da drauf schaffen? Ist zumindest kein Abgrund runter. Ich versuche das einmal. Aber mit Zeitlupe. Ja, drauf geschafft. Oh, nein, 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 nein! Ich war doch schon drauf. Ja, ich hab's nach oben geschafft. So, was kriege ich dafür? Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wofür bin ich hier hochgeklettert? Ist da was? Da ist eine unsichtbare Wand. Oh, ich bin echt für umsonst da hochgeklettert. Sayonara! Danke für die volle Ladung. Exquisite Lederlampe. A common piece of furniture in the Night Kingdom. This lamp does not extinguish easily. Its bestial skin-covered exterior is more durable and fine-looking than ones made from common animal materials. Ist eine schöne Lampe. Einfach mal sicherheitshalber einen Blitz nach da unten geschickt. So, wo spawnen sie? Oh, Sequenz. Ach, die Dinger, die sind doch nix. Ich habe nichts gesagt. Mama?
Ich denke da anders als du, Nobeta. Okay, okay. Ist gut. Friss den Blitz. Ich hab dir unter den Rock geguckt. Was sagst du dazu? Ha! Okay, ich darf sie nicht berühren. Friss den Blitz der Macht. Ja, sicher. Ein Blitz noch, dann ist die RIP. Sayonara. Hä? Wieso stehst du noch? Danke. Bitte werd kein normaler Gegner, den ich jederzeit antreffen kann. Das wäre grausam. So, alles absuchen. Kann ja sein, dass in einem oder anderen Kristall hier ein Item schlummert, wie in dem da links offenbar. Ah, ich hätte dieses Auto-Aimer ausprobieren können, was das Eis jetzt hat. Da, da liegt auch noch ein Item. Warte mal. Erst das hier. Attic Key. Outside of the Night Kingdom. Bestien Slayers. Uncommon aristocrats tend to hide their slaves in attics within the walls for their private use. In this castle, however, the only slaves are once subject to experimentation. Alter, wie krank! Kannst auch übertreiben! Invoice Rune. A silver rune used by the Night Kingdom. It's said that the kingdom often sends an invoice carrying such runes to the church to deliver secret messages. Das Ding ist kaputt. Ich habe das nicht kaputt gehauen. Damit das klar ist. Das war schon kaputt. Hier liegt auch nochmal was. Premium Grass Ash. Da unten. A fertilizer made in the Night Kingdom. It greatly accelerates the growth of any crop it's used on. While immersions advertise it as an ash derived from grass, rumor has it that it's actually comprises of burnt bestial corpses. Alter. Ja, da in der Ecke ist dann wahrscheinlich auch noch ein Teil. Weil ich noch nicht freigelegt habe. Einer von euch beiden. Ja, der da. Wenn ich mir die einzelnen vorlese, dann übersehe ich zumindest nicht wen. Bone Chess Set. A popular board game in the Night Kingdom. Each piece resembles a different bestian. The rules are similar to regular chess. But a player must defeat every piece to win. Some sets are made from real bestien bones. Sieht man das sogar? Nee.
Was wäre es jetzt gewesen, wenn ich runtergefallen wäre, ne? Kommt mir jemand entgegen? Nein. Aber jetzt kommt eine Sequenz. Warum bist du schon wieder da? Können wir nicht darüber reden? Warte mal, ich muss angeblich nicht mehr zielen. Das war Mumpitz. Alter! Wo soll ich denn hin? Oh! Ja, wo soll ich denn hin? Was war das denn für eine unfaire Szene? Aua. Einmal noch, dann ist es tot. Der Feuerzauber hat sich als besser herausgestellt. Fall um! Und steh bloß nicht wieder auf. Ah, Feuer. Okay, aber erstmal das Item. Enchanted Shackles. Oh, was sind das denn für Handschellen? Despite its poor state, its residual power is still strong. The restraint was used to restrict the flow of magic from whoever it bound. As if the captor were afraid the prisoner might transform into some kind of monstrosity. Ja, das Ding habe ich gesehen, die Monstrosität. So, was macht der Level 4? Oh, das zieht die in die Explosion rein. Das ist natürlich geil. Ich glaube, ich bin nicht auf dem Weg an die Kiste gekommen, wie es gedacht ist. Ich glaube, man soll erst einmal durchgechased werden und am Ende würde man hier irgendwie durch diese durchsprechbare Wand eigentlich drankommen. Die war auch so ausgerichtet, als ob man von der Seite aus drankommen soll. Es ist definitiv nicht beabsichtigt, wie ich es gemacht habe. Na gut, können den Weg ja eigentlich auch einmal voll um zur Not. Ja, man sollte hier in der Chase-Sequenz im Kreis rennen, definitiv. Das sieht schon so aus. Vielleicht hätte das auch die Trolle ein bisschen nach hinten gehalten, wenn das die anzieht. Könnte ja sein. Man muss schon sagen, dass der Spirit Realm, der ist anstrengend.
Ja, da geht's runter. Da ist die Gottesstatue. Okay, wir drehen erstmal hier die Runde einmal im Kreis. Hier wurde ich runtergeprügelt. Und stand natürlich dann genau so doof, dass ich genau falsch rum an der dran stand. So, kann ja sein, dass einer dieser Kristalle noch ein Item beinhaltet. Ich bin hundertprozentig nicht so dran gekommen an das Buch, wie es gewollt war. Hundertprozentig. Diese Stelle da, die sieht so verdächtig aus. Och, die dänischen Schweinchen sind wieder mal im Chat. Ob ich einen Chat. Ach, das habe ich aus. Da. Warum hatte ich das aus? Sieht man ja gar nicht, was da geschrieben wird. Sieht so verdächtig aus, aber ich würde keinen Weg sehen, wie ich da dran käme. Ich kann ja mal jetzt über die Teleportstatue gucken, hier, wie weit wir eigentlich sind. Vielleicht von dort aus? Nee, selbst dann nicht. Da wäre halt überhaupt erst die Hauptfrage, wie man dahin käme. Wusste ich doch, dass hier ein Item bei rauskommt. Saints Cane. Saints Cane, an ordinary looking Shepherd's Cane. The midst of power of a blessing. Two power cast down those who stand against it without decoration of fanfare. Will ich da oder will ich da lang? Ich würde sagen, jetzt da, ne? Nichts Neues hier dazugekommen. Wir haben noch ein ordentliches Stück vor uns. Wir gucken erstmal hier. Ich denke mal, da ist irgendwas zum Mitnehmen. Zur Not können wir auch einmal ganz kurz hier einmal durchlinsen, bevor ich weitergehe. Ah ne, hier ist die Abkürzung zu dem Gebiet davor. Warte mal nochmal zurück, ne? Okay, dann geht's da unten weiter. Da oben streunert ein Geist rum. Ich sehe auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Da oben ist ein Flammenfeld. Das gefällt mir gar nicht. Nach Möglichkeit einfach alles snipen. Der hat nichts gedroppt. Das sieht man selbst aus der Entfernung, wenn die was droppen. Ich werde den Eiszauber gleich auf jeden Fall brauchen. Okay. Ich habe verstanden. Ist dort irgendwas? Oder stand hier einfach nur jemand? Hier stand einfach nur jemand.
Elektrogeister nicht aus der Nähe bekämpfen. Gemerkt. Kann da mal irgendwer auftauchen? Ich will jemand den Feuerball ins Gesicht drücken. Danke. Ich habe jetzt nichts davon gesehen, dass der in die Explosion reingezogen wurde. Ja, gibt ja nur den einen Weg. Oh, hi. Probieren wir das mal aus. Sollte euch doch anziehen, oder nicht? Ja. Jetzt habe ich davon was gesehen. Danke für das Mana. Top doch mal was. Ich muss noch ein paar Sachen einsammeln. Da kann ruhig mal was droppen. Nein. Okay, jetzt verändert sich hier wieder was. Ah, die Plattform fährt hoch und runter. Ja, ein Item. Mir gefällt der Name von dem Item schon nicht. Halflings Vorlimp. Adult Halflings are roughly as tall as a human child. Never wear shoes. And are experts in infiltration and burglary. But according to human lore, burglars are to have their arms chopped off. An unforgettable lesson for a thief. Eek. Das ist so süß gestaltet, das Spiel. Und die Geschichte ist so düster. Je mehr man davon liest, was die Menschen in dem Spiel hier treiben, desto mehr schämt man sich, einer zu sein. Hilfe, Hilfe, bitte steig wieder. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Da unten war die Kiste, das weiß ich. Das habe ich mir gemerkt. Ich brauche den Eiszauber. Absorption ist jetzt auf maximal. Okay. Puts enemies into the ritual upon activation. Ah, wenn ich das mal schaffe zu triggern, werden die auch reingesogen. Okay. Kriege ich halt ultra viel Mana. Okay. Eis vollladen und durchrennen. Hat das Feuer da oben deaktiviert. Ja, du juckst mich nicht. Der da hinten, der juckt mich. Hallo? Danke. Da wäre noch was, aber ich glaube, ich komme da von hier aus nicht dran. Er ist auch nicht so gedacht, dass ich so da rankomme. Warten, dass die runtergeht.
Und eventuell einmal schießen. Kann ich hier in Zeitlupe mir die Stockwerke angucken. Nein, der ist gerade nicht geladen. Tschüss. Ist da nichts bei der einen Plattform da unten? Hier ist echt gar nichts. Das ist der, bei dem man zwischenlanden kann. Hab nicht gesehen, dass da noch ein Item lag. Aber gut, dass ich so nochmal zurückkam. Rattianclaw. Rattians are essentially masquerading groundhogs in humanoid form. They dig through the ground and ambush their enemies. Their claws have evolved to dig through dirt easily. And they are said to bring good luck. Ist aber trotzdem ekelhaft, dass das schon wieder so ein abgehacktes Gliedmaß war. Ich sehe dich doch von hier. Ist hier irgendwas? Nicht, dass ich was übersehe. Nope. Und da unten kamen wir gerade eben, ne? Jetzt sind wir schon hier oben. Wie schnell das teils geht. Man denkt bei so vielen Statuen, dass man Ewigkeiten für die Bereiche braucht. Tatsächlich ist es nicht so. Da oben schwirrt nochmal ein Feuergeist. Direkt runtergeschossen. So, was trigger ich damit? Dass man da oben überhaupt dran kann. Ah, ich sehe schon, ich muss schnell sein. Oder anders? Ich brauche Zeitlupe. Erstmal die Steine ignorieren. Und kaputt. Ah, jetzt ist da was. Wahrscheinlich ein Teleporter. Warum stehst du auf einmal in mir? Ekelhaftes Etwas. Da hinten sehe ich doch schon was. Wahrscheinlich das Gebiet, wo wir jetzt hinkommen. Ich will nur gucken. Eventuell ist in einem der Kristalle ja was drin. Darunter ist jedenfalls nichts. Sind Magiekristalle, damit man nochmal ein bisschen Magie tanken kann, nur. Wahrscheinlich, falls man mehrere Anläufe braucht. Okay, ich sehe jetzt auf den ersten Blick nicht, dass hier noch irgendwas ist.
guck trotzdem noch mal. Ne, ich sehe jetzt hier nichts Verstecktes. Teleport. Ich hoffe mal, dass wir hier an der Stelle alles eingesammelt haben. Es kommt bestimmt jetzt eine weitere Statue. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Mittlerweile kann es ja nur noch Angriffsmagie sein. Es fehlen nur noch 5 Bücher, wenn ich es richtig gesehen habe. Komme ich da irgendwie von der anderen Seite hin oder muss ich mich hier hochspringen? Nee, es sieht so aus, als ob ich einmal um den Berg hier drumherum muss. Obwohl, du bist es nicht wert. Du schon eher. Hi, ich nutze dich mal, um meinen Mana aufzufüllen, ne? Ach, da oben sind Hässlichkeiten. So, droppt ihr was? Das Dumme ist, wenn ich Zeitumbau mache, die sterben auch langsamer. Ah, hier liegt was. Haben wir noch triggern können, aber in die falsche Richtung. Amandone und Ragdoll. Oh, die sieht putzig aus. The human race suffered during the early days of human history. Just like this doll. A girl who lost her family bow to defend of humanity and slayed the demi-humans. Not long after the rise of the church, her wish was granted. Och. Und schon ist es wieder ekelhaft. So eine süße Puppe mit so einer düsteren Hintergrundgeschichte. Was soll das denn? Will ich da runter? Jetzt auch mal ja. Das Spiel hat mir die Auswahl abgenommen. Ach, geh aus dem Weg. Nein. Hat das Mädel auf der Treppe was gedroppt? Nein. Böse. Da muss doch was sein, wenn ich da schon hin kann. Oder? Oder Spiel? Ich glaube, von da kam ich. Aber hier oben echt nur diese eine Trolle und sonst nix. Wo
Wozu stellst du diesen Weg überhaupt dahin, Spiel, wenn da nix ist? Mal wieder, um mich ein bisschen zu ärgern, ne? Nein! Diese Ritter, die machen ordentlich Damage, wenn sie einmal zum Angriff kommen. Die muss man immer aufhalten. Da vorne ist schon dieses Licht. Du hast auf mich gezielt. Wie? Aber laut Karte müssten es eigentlich noch ein paar Statuen sein. Ist ja da vorne, kann doch nicht Ende sein. Außerdem muss es hier irgendwo nach links gehen. Weil da unten war ja eine Kiste. So, welcher Zauber? Ein feiner Holy-Kristall. Ah, das waren die, die HP regenerieren. Eine noch und ich habe das Ding mal voll mit diesen Dingern. Da vorne muss doch noch eine weitere Statue kommen. Da vorne ist halt schon dieses Endlicht. Aber es muss danach noch irgendwie was kommen. Sonst wären da ja nicht noch ein paar Statuen frei. Lotz deine Key. The church established structures such as castles to protect human settlements from invaders. The beast which uses her servants to raid these castles in the night. To well guarded, the servants always find a way in. Okay. Nochmal beten. Auch in Real. Intelligence boosten. Wir wollen Schaden drücken. Ja, noch so ein weiteren von diesen, ne? Von den großen Lilanen. Jetzt habe ich wirklich nur solche dabei, diese Ultra-Kristalle. Ja, Leute, da vorne ist das finale Licht. Ich pack mich schon mal aus dem Bild. Alter, hier wird so ein harter Bosskampf jetzt wahrscheinlich kommen. Das ist die eine, die uns am Thron angegriffen hat, oder? Ich will
Müsste ich doch, oder nicht? Das stimmt. Hier ist eine noch krassere Waffe als Lücken beim letzten Kampf. Der Feuerzauber war gegen die ganz stark beim ersten Kampf. Alter, haut die rein. Fries. Oh, ich konnte ausweichen noch. Immer warten, bis die Kristalle weg sind, bevor ich schieße. Komm, triff! Jawollo! Ich weiß nicht, was du da machst, ne? Aber mir gefällt es überhaupt nicht. Okay, machst du Kamehameha. Alter, hast du meine eigene Explosion gerade zu mir gezogen? Aua. Ich werde selber heilen. Alter, bist du schnell. Oh. Besiegt. Gut, dass ich mich einmal geheilt habe. Ich fülle an dir meinen Mana auf. Die 101 habe ich gerade bekommen. Seme wa shinai. Anata mo ano jikken no higaisha daro. Nagai kurushimi datta na. Die Experimente, die waren ja schlimm, soweit wir das gelesen haben. Oh, ich habe Donner Level 4 gerade bekommen. Ich
Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich habe das Gefühl, wir sind schon wieder in einem neuen Gebiet. Nichts außer gehender Leere. Ach stimmt ja, Item, ne? Fällt mir gerade so ein. Auf der letzten Seite. Proud Kings crafted Soul Shard. Ministering on past glory, a king who once governed a silver of heaven on earth refuses to rest. Und von der Level 4? Ah, die Donnerschläge, die machen mir selber nichts mehr. Ich kann da jetzt einfach drin stehen. Warte, testen. Die sollen mir jetzt angeblich keinen Schaden mehr drücken. Geilo. So, die Zeremonien Incense, okay, Entschuldigung. Incense used by the heretics while worshipping their false god. There are rumors that the incense has a cleansing effect on the plague. That would explain how such inferior beings could be immune. Ich will mal kurz nochmal nachzählen. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist wahrscheinlich noch ein Boss. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nur noch 15 Dinger. Dann haben wir alles. Da ist die Statue. So, Teleport. Ah, das gehört hier dazu. Abyss bin ich. Okay. Ich war nochmal meine Intelligence höher. Am nächsten gehe ich auf Strength. Kann ich auch wieder neue Sachen kaufen. Jetzt kommt, ich kann immer die Ultra-Sachen kaufen. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja, zweimal den Defense-Teil weg und dafür Heilkristalle für Mana. Also Leute, wir müssen noch 4 Bücher finden und wir müssen 15 Items finden. Stimmt, Fässer. Kann ja sein, dass was drin ist. Ich habe hier übrigens genauso wenig Hintergrundmusik gerade wie ihr. Ach, euch mal wiederzusehen. Hätte ich ja gar nicht mehr mit gerechnet. Kann man in der Dunkelheit aber auch leicht übersehen. Oh, hi. Tschüss. Hier passiert bestimmt was gleich. Hallo? Hier ist ein Teleporter. Ist hier irgendwo was versteckt? Also hier ist nicht unbedingt großartig suchen möglich.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich jeden Gegnertypus nochmal wieder sehe. Ich mach mal, glaube ich, hier einmal kurz. Genau, Brightness mal ein bisschen höher. Der Raum sieht doch schon so aus, als ob hier mir gleich eine Armee entgegenkommt. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Da ist auf jeden Fall was. Ich gucke gerade nur, wie ich da reinkomme. Hallo? Ich weiß nicht, was das für ein Alarmzaun gerade sollte. Aber ich sag mal tschüss. Ich habe irgendwas ausgelöst. Aber erstmal Moonlight Blade. Boah, sieht die geil aus. Kann ich die haben? The magical weapon of a beast witch follower, which can absorb energy from moonlight. As far as humans are concerned, they are nothing more than self-righteous vandals, threatening the safety and prosperity of the caravans. Endlich mal ein Teil, das nicht komplett düster klingt. Hier ist kein Durchgang. Irgendwie muss ich diese Käfige öffnen können. Schlaue Idee. Ich habe einfach nur das Blaue mal reingeschossen. Das Gute ist ja, dass die reingesogen werden, wenn die in der Nähe sind. Hallo? Sieht aus wie der Kuhnschwein. Also das allererste Gebiet. Ich guck mich sicherheitshalber nochmal um. Eventuell ist da irgendwie was, das ich abschießen muss. Ach, jetzt ist sie offen. Warum auch immer jetzt hier offen ist. Oh, ich darf noch mal einen Teil mehr mitnehmen. Och, wie nett von dir, Spiel. Prostitute Chiffon. A special garment for work utilizing its rare physical vessel. Its revealing nature is designed to provoke a primitive desire out of world bee clients. The fee is great, but at least clients get to keep this as a souvenir. Wir reden mal nicht so wirklich drüber, ne? Aber hey, mit einer Back-Expansion kann ich auf jeden Fall leben. Kann ich gleich noch einen weiteren Kristall ins Inventar holen. Im Übrigen, diese komplett dunklen Gegner, die haben, glaube ich, auch noch mal mehr Power und mehr Leben als die anderen. Weil die haben meine Explosion überlebt und die macht schon immens Damage. Es sieht optisch übrigens so aus wie das erste Gebiet, aber es ist nicht komplett offenbar so aufgebaut wie das erste Gebiet.
Da liegt ein Item. Ich glaube, die Dinger öffnen sich erst, wenn ich alle Gegner im Umfeld besiege. Oder wenn ich alle Kristalle kaputt mache. Da liegt auch noch mal ein Item. Ich schieße einfach mal alle Kristalle von hier oben kaputt, die ich abschießen kann. Ich sehe nicht unbedingt nämlich einen Weg wieder hoch. Vielleicht sehe ich auch nur falsch. Okay. Einmal Donner aufladen. Anlauf nehmen. Nein, nicht dran gekommen. Nein. Ah, gibt doch wieder einen Weg hoch. Ich sehe eine Kiste. Arcane! Wir haben Arcane auf maximalem Level. Was bringt mir das denn? Sieht man nicht. Ach, das habe ich übrigens noch gar nicht, glaube ich, onscreen gemacht, ne? Hier diese Arcane-Angriffe mit dem Schlagen. Richtig cool. So, wir haben wieder irgendein Item bekommen gerade. Polymorphism Scroll. A scroll confiscated from the heretic that depicts bestians with the special ability to transform between beasts and humans forms. Such a ridiculous thing could only take the place in a heretic fantasy. Kommen wir jetzt hier irgendwie noch durch? Wahrscheinlich muss ich jetzt alle Gegner besiegen. Also da kommt gleich auf jeden Fall noch was. Oder auch nicht. Ich will das Teil da oben mitnehmen. Da liegt auch noch mal ein Item. Witch Worshipper Puppet. An idol created by the heretic to honor the beast witch. The antlers are a symbol of impurity. The saint once personally delved into the deeps of the forest occupied by the heretical group in order to eliminate their presence. Also einfach nur eine Jagdtrophäe. Ich will da wieder hoch. Mach das Teil da oben auf. Sonst werde ich stinkig. Macht das auf. Ja, wie kriege ich das auf? Ist hier irgendwo ein Schalter? Ich muss halt wieder da hoch, wenn ich an das Teil dran will. Ich könnte versuchen, mich hochzuspringen. Es hätte fast geklappt. Ich gehe zur Gottesstatue zurück und versuche den Sprung nochmal. Kann doch nicht wahr sein. Da oben drauf und von dort aus.
Oh, ich hab's geschafft. Was für eine Geburt, da dran zu kommen. Castle Blueprint. A piece of Merchant's collection displaying the layout of a castle built centuries ago. The blueprint doesn't match the actual layout exactly. Perhaps there are some secret rooms that would explain the discrepancy. Und dafür habe ich jetzt so lange gebraucht. Für dieses eine Item. Ob es das wert war, müsste man sich nochmal drüber unterhalten. Okay, aber wir müssen nicht mehr so extrem viele Items finden. Warte. Wir müssen drei Bücher finden. Zwei, drei, vier. Nur noch 10 Items auch noch. Also wir haben es wirklich fast. Es ist nicht mehr viel vom Spiel übrig. Wir haben es fast durch. Aber Junge, was für eine Geburt es war, da oben dran zu kommen. Wir müssen nur noch 9 Items finden. Da vorne liegt eins. Bei der Statue. Da vorne sehe ich doch schon, was das kaputt gemacht werden will. Ich gönne mir mal ein bisschen mehr MP. So, was haben wir eingesammelt gerade? Hero's Summon Rune. A rune used by the church to summon heroes across the continent. Once a saint cast down the beast witch, it lost most of its utility. These days, even common thieves have no trouble ransacking bestial tribes. Warum sollte ich diese Billo-Kristalle mitnehmen, wenn ich mir einfach die richtig guten mittlerweile kaufen kann? Oh, ich sehe doch jetzt schon, dass das ekelhaft wird. Ich gehe mal zuerst rechts. Ist bei allen drei so ein Teleporter? Wollte ich mal eben kurz prüfen. Ja, ich muss wahrscheinlich bei jedem Teleporter irgendwie so eine Herausforderung machen. So, mit vollaufgeladenem Feuerzauber gehe ich da rein. Oh, das Feuergebiet. Ich sehe echt alle Gebiete nochmal. Das ist nicht die ekelhafte Passage, die ich jetzt hier sehen darf, oder? Ich glaube, das ist die mega ekelhafte, die ich jetzt nochmal durchlebe. Ja, das war die ekelhafte Passage. Nein. Ach, kein Item. Elektro ist hierfür, glaube ich, ganz nett. Ist hier wenigstens nicht so viel an diesen Lavaströmen. So, was macht der Hebel?
Der Lava-Pegel senkt sich. Okay. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in jedem von diesen drei Teleporter-Gebieten ein Buch finden müssen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Pick am Eis, wir haben das Eislevel maximiert. When hit by an enemy, automatically counter attack with ice missiles. Oh. Sind hier noch weitere Gestalten, die mir Böses wollen? Ja, die Hässlichkeiten. Tschüss. Warte mal. Was, wenn es gecharged ist? Ne, wenn ich getroffen werde, dann kommen automatisch Eismissiles, die auf die schießen. Da geht's nach unten. Ist hier irgendwo eine Treppe? Soll ich ernsthaft einfach runterspringen? Ich habe jetzt nichts davon gesehen, dass das automatisch hier irgendwie kommt. Nee. Da, nichts mit automatischen Eismissiles. Vielleicht wirklich nur, wenn es gecharged ist. Ein Item. Sofort aufgehoben. Enchanted Soul Shard. All forms are destined to perish. Even the truest creation cannot escape this fate. Crafted swords use ancient magic to extract soul essence and turn into pure energy. But the vessel of energy dies in the process. So, ist hier noch irgendwas, von dem ich wissen will? Ah, hier bin ich auch mal durch. Ach, wir sollten jetzt auch ein neues Kostümchen haben. Empowered Soul Shard. Ich lande das Gefühl, dass ich zwei Teile übersehen habe. In den vorherigen Gebieten, aber ich wüsste dann echt nicht wo. Empowered Soul Shard. The doors created by the church continue to emit the power of a crafted soul, even after they are destroyed. Crafted souls infused with soul essence are equipped with the ability to learn and perform simple commands.
Nein, ich baue Feuer drauf. So, und jetzt müssen wir jeden Weg einmal machen, ne? Aber wir können hier zwischenhalten. Wir ziehen hier heute durch. Ach komm, könnte ich mir lieber erstmal noch ein Heilkristall. Ja, dann gehen wir als nächstes dahin. Aber vorher, wir müssen uns das Kostüm ja zumindest angucken. Nee, nicht Teleport, Kostüm. Hier, Swimsuit. Das haben wir jetzt freigeschaltet. Ein Badeanzug. Dafür haben wir das Eis gesammelt, Leute. Für diese Frisur und den Badeanzug. Gehe jetzt wieder auf die normale Kleidung. Nebenbei, die eine Kleidung kriegen wir ja erst, wenn wir das Spiel einmal durchgespielt haben. Wir werden die uns auch noch angucken. So, rein da. Was könnten wir uns denn als finalen Endboss vorstellen? So eine Schattenversion von uns selber oder eventuell wirklich die Katze, die dann böse irgendwie wird? Das wären die einzigen zwei Bosse, die ich mir jetzt so vorstellen könnte. Ach nö, nicht das Gebiet. Das war zum Kotzen. Vor allen Dingen, weil hier dieser Ultra-Ritter war. Ich habe den Stein tatsächlich nicht gesehen, bis der runterkam. Da rollt mir einfach mal ein Stein über den Schädel. Und ich kann auch nichts dagegen machen. Ey, es ist echt so, wie ich es mir gerade gedacht habe. Pick up Thunder, Level 5. Also maximal. Ich kann damit teleportieren? Das wirklich ausprobiert. Och nö, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt gegen diesen Albtraumritter nochmal antreten muss. Oder auch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Du entkommst nicht. Macht das auch Schaden? Nee. Aber das sieht ultra geil aus. Alter. Okay, wenn ich sie direkt angreife, teleportiert die sich, die Troller. Ja, sicher.
So, du entkommst nicht mehr. Hab dich. Der Teleporter ist geil. Allein optisch schon. Aber so einen neuen Gegnertypus noch mal so knapp am Ende. Schon geil. Refined Soul Shard. Ich lasse das Gefühl echt nicht los, dass wir zwei Dinge übersehen haben. Ich habe jetzt aber auch nicht Bock, die danach nochmal zu suchen. A remarkable creation by the church, in which the souls of prisoner slaves and heretic alike rattle around together in a single body. Created with condensed soul essence, it provides great power to its owner. Was die letzten beiden da angeht, falls sie jetzt gleich wirklich nicht auftauchen, google ich die einfach, wo die sind. Also ich kriege ja nichts Spezielles jetzt wirklich dafür, alle Items eingesammelt zu haben, aber wir haben halt dann die ganze Geschichte. Obwohl, vielleicht hätte das ein Secret Ending unlocked. Warte mal, kann man ja auch mal eben kurz googeln. So, das ist kaputt. Wir müssen nur noch einen magischen Zauber einsammeln, und zwar den für Feuer. Dann haben wir alles auf Maximum. Ich muss mal eben kurz googeln. Sehe jetzt nichts, was da auf die 2 hinweist. Night Soul Shard. Many heroes' bodies eventually gave way to the burden of battle. The doors were far more resilient, but it didn't take long for the church to make the troubling discovery that revived soul essence could produce consciousness. Ich denke echt, dass wir die zwei irgendwie übersehen haben. Das, obwohl ich eigentlich alles wirklich akribisch abgesucht habe. Außer es kommen jetzt wirklich nochmal irgendwie so zwei Gegner, die nochmal was droppen. So, dann fehlt nur noch hier. Und hier sollte ich dann jetzt auch noch einen Feuerzauber kriegen, wenn meine Theorie richtig ist. Ich muss übrigens ganz gleich was im Titel vom Stream ändern, weil wir heute safe das Finale haben. Ach so, brechbare Wand. Alter, sieht das hier merkwürdig aus. Dabei ist es nur das zweite Gebiet. Können bitte zwei von euch nochmal was droppen? Ich weiß, dass der Bereichsboss hier irgendwas droppt. Bleib weg von mir. Als ob es hier Felsen regnet.
So, wo würde ich hier die Kiste verstecken? Da hinten, wie bei dem einen. Oder da unten. Ja, definitiv da, wenn da schon blockiert ist. Aber das kann man auch bestimmt wie bei damals machen. Da, ich sehe die Kiste. Die ist ja mehr als offensichtlich. Wollt ihr mich veralbern? Wieso kriegt ihr keinen Schaden? Krieg Schaden, ihr Scheißviecher! Sind die gerade noch Statuen und werden nur dann aktiv, wenn ich das hier kaputtgeschlagen habe? Okay, die kriegen nur im Nahkampf Damage. Bitte. Die Soul-Essenz. Ich glaube echt, dass ich die 2 und die 54 einfach übersehen habe. Die müssen dann aber echt übelst versteckt gewesen sein. Gazos Soul-Essenz. A soul without form, clinging to the world of the living, will eventually perish. All souls are made from Soul-Essenz. It is the origin of all living things, and can be found in the soul of every being. So, von oben müssen wir da in die Mitte auf jeden Fall mal reinspringen. Ich hoffe einfach, dass da eventuell wirklich nochmal so zwei Gegner kommen, die warum auch immer noch was droppen. Wie gesagt, mich riecht das auf, wenn ich wirklich so zwei Dinger übersehen habe und in einem YouTube-Video von irgendwem anders, der es gespielt hat, mich dann aufrege, wo der die gefunden hat. Weil ich wüsste echt nicht, wo ich nach denen suchen müsste. So, in die Mitte muss ich springen. Das hätte mir wahrscheinlich jetzt auch hier geholfen bei dem Kampf. Staff Attack is further enchanted with fire. Sieht mächtiger aus. Ansonsten habe ich da jetzt keinen sonderlich großen Unterschied gesehen. Ey, ich könnte mir alle meine Stream-Videos nochmal angucken und ich würde nirgendwo erkennen, wo ich eventuell was übersehen hätte können. Wie gesagt, ich habe wirklich akribisch alles abgesucht. Ich habe sogar jede Wand halt beschossen.
Ich glaube, der lädt sich einfach nur schneller auf. Kann das sein? So, da haben wir noch Item Nummer 92. Dich machen wir jetzt kaputt. Da ist jetzt nochmal ein Teleporter erschienen. Semigaso Soul Sense. A soul without form will perish. Even behind only its essence. They say which is naturally resonant with soul essence. This is what allows them to cast magic. Okay. So, ich gönne mir noch mal ein bisschen MP. Und dann würde ich sagen, rein da. Ich stelle mich auf eine Sequenz mal ein. Dass da eventuell jetzt eine kommt. Ah, nee, doch nicht. Warte, doch. やっとここまで戻ってきたか。私の精神世界の本当の玉座が。 Wir sind halt wirklich jetzt, glaube ich, beim finalen Teil angekommen. Das ist die letzte Statue. Das ist Finale so gesehen jetzt. Ich könnte mir den Hintern beißen. Wo habe ich zwei Dinger übersehen? Wo? Also eins dann ja offenbar im Anfangsgebiet. Aber da habe ich ja auch akribisch alles abgesucht. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal ein Bosskampf. Oh, eine zweite Nobita. Sie heißt nur Nota. Das ist wahrscheinlich die, die ich außerhalb vom Spirit Realm gesteuert habe. あなたは封印された私の代わりに作られたクラフトソウル。そして私はずっと玉座に封印されていた。もともとこの体に存在する魂だ。あなたも薄々気づいていただろう。そしてここに戻り真相を突き止めようとしたのだろう。じゃあやっぱり。 私はどうなるの？体を取り戻せたのは良かったけど。
この玉座、ここにいられる魂は一つだけなんだよね。ごめんなさい。体を乗っ取るつもりはないの。でも、やっと今まで知らなかった自分の気持ちに気づけて、頑張ってここまで来られたのに、やっと本当のことが分かったのに。 叶えてない願いがあるの。そしてみんなの願いもまだたくさんたくさんあるの。 Finalkampf gegen mich selber. Ich wusste es doch irgendwo. Ich aktiviere erstmal das da, weil das ist sowieso der Finalkampf. Okay, übertreib halt. Hier, Nonota, nimm den Blitz. Oh, denn ihr Blitz allein macht ja schon richtig viel Damage. Ich will das nicht abbekommen. Oh, Eissplitter, Eissplitter. Ich fühle mich schlecht, wenn ich jetzt Nonota vernichte. Die will ja auch nur frei sein. Die hat 100 pro mehrere Phasen. Wenn ich es richtig sehe, ist eigentlich hier Nobeta die Böse und Nonota ist die Gute. Aua. Nicht der Boss schon wieder. Friesblitz. あなたは私としてしばらくの間頑張ってきた。ある意味、すでに私だったのだ。私の心に響くあの声。あれはあなただったのね。じゃ
私ももうあなただった。私たち二人はずっと一緒だったのだな。あなたさえ良ければ、これからも私のそばにいてくれないか。うん、わかった。私もまだ、もっとこの世界を感じたい。Jetzt setzt sie sich darauf und jetzt hat sie den Körper wieder, ne? So, da ist Nobita. Aber was ist jetzt mit der anderen? もうここにはいないが、あなたの願いは、また私と共に旅すること。私が新たな生を与えよう。目覚めよ。死は新たなる生なり。Ach, wird sie jetzt zu der Katze, oder wie? Ich glaube, die ist echt zu der Katze geworden. Aber ich könnte mir in den Hintern beißen wegen diesen zwei Items, ne, die wer weiß wo noch waren. Und ich einfach übersehen habe. Ja, sie ist wirklich die Katze. Man kann sich auch in einen Menschen verwandeln. Oh, doch ein Happy End. Nobita ist doch nicht böse. Und damit sind wir bei den Credits angekommen. Ach, was für ein schönes Lied. Hoffentlich ist das nicht Copyright geschützt. Ja. Nobita. Ein sehr tolles Spiel, muss ich sagen, ne? Also, ich habe dieses Spiel wirklich genossen. Es war einfach nur genial. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte noch nie so viel Spaß bei einem Souls-like. Es war jetzt auch nicht zu schwer. Ein paar Sachen waren ein bisschen Essen versteckt. Das sieht man ja da, dass mir zwei Dinger noch gefehlt haben am Ende. Ach, so sieht die jetzt aus. Oh. Putzig. Die Nonona, oder wie sie hieß. Ja, das Ende, das... Das war einfach nur wholesome, finde ich. Das war richtig putzig. Nee, das war die eine Trolle, die Geistertante, die da gerade oben war. Ich hoffe einfach, dass das nicht Copyright geschützt ist.
Also ich kann dieses Spiel auf jeden Fall weiterempfehlen für seine 50 € ungefähr. Das Spiel ist richtig nice. Man hat auch wirklich lange was davon. Also wenn man jetzt Offscreen noch dazu rechnet, das waren mindestens 30 Spielstunden. Das Ende war jetzt auch nur so einfach, weil ich nochmal so hart gegrindet habe. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Credits sind, ne? Aber ich liebe diesen Song, der gerade läuft. Der ist wunderschön. Wir gucken uns auf jeden Fall gleich noch das neue Kostüm an. Das muss sie sein. Na, die haben wir zweimal besiegen müssen, die Frau da. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lang die Credits sind, ne? Ich würde sagen, ich stelle mich einfach mal kurz stumm und lasse euch die Credits genießen. Ich packe auch den Avatar so lange aus dem Bild. Und sobald die rum sind, gucken wir uns noch das Kostüm an. Dafür muss ich aber wahrscheinlich erstmal zu einer Gottesstatue mich durchprügeln. Wahrscheinlich ist genau jetzt Credits vorbei, wo ich das sagte. Ich glaube, die Quelle sind damit dann vorbei. Viel stärker. Ja, das ist genau das, was ich haben will. Aber ich beiß mir so hardcore in den Hintern, dass ich diese zwei Objekte nicht gefunden habe. Kann ich auch einfach sagen, Load Game? Nee, dann fängt das halt wieder von vorne an, ne? Was mich übrigens interessieren würde, warum wurde Nobetas Seele überhaupt erst dort versiegelt? Warum haben die das gemacht? Das würde mich brennend interessieren, warum die das überhaupt gemacht haben. Das waren bestimmt die von der Kirche, das könnte ich mir vorstellen. Wir haben ja durch die Story der Items gelesen, dass die Kirche nicht gerade die nettesten Leute waren. So, die Cutscene überspringen wir mal. Ich habe noch alle Zauber. Aber wahrscheinlich alle Teleportpunkte nie mehr. Nee. Aber wir haben noch das Vampirkostüm. Das wollte ich ja noch. Ja, sieht cute aus. Der Stab sieht auch schön aus. Dafür haben wir das Spiel durchgespielt, Leute.
Wir müssen noch hier die 103 wenigstens noch lesen, die 102. Lost Maidens crafted Soul Shard. A maiden stands confused before the of the crossroad and fate. Once an enemy of the church, a complete personality was imparted into this crafted soul, surpassing her will and turning her into the church witch. Es war wirklich die Kirche. Sie haben das gemacht. Alter. Einfach nur krank. Ja, mich wurmt es, aber daran kann ich jetzt nicht wirklich viel ändern. Die 2 und die 54 habe ich nicht gefunden. Keine Ahnung, wo die gewesen sind. Na gut, Leute, wir haben das Spiel durchgespielt. Jetzt sind wir im Vampir. Hier kriege ich noch einen Panty-Shot. Für die ganzen Perverslinge da draußen. Ja, ich finde, das war ein richtig schönes Spiel. Ich bereue den Kauf nicht. Ich habe dieses Spiel einfach nur genossen. Auf jeden Fall, Leute. Für die YouTube-Zuschauerschaft, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ich verabschiede mich von Little Witch Nobeta an der Stelle. Es war ein wunderschönes Projekt, aber ich werde es nicht nochmal anfassen. Das Einzige, was ich dort holen könnte, wäre halt wirklich hier diese zwei Items und das. Das tue ich mir nicht an. Das wäre unnötig. Das Projekt haben wir damit durch. Von YouTube verabschiede ich mich hier, was Beta angeht. Zum letzten Mal. Sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Für euch heißt es: Ciao.